Wahrscheinlich. Wir sind ja gleich beim Boot. Ja, ist hier vorne irgendwo. Und wie sieht das aus, als ob es hier ganz, die ganze, als ob es hier Gräber wären, aber es sind die Wurzeln vom Baum. So, ich gehe jetzt mal kurz an die Workbench. Ja, Tito. Und ich ziehe mir einen Riegel rein. Fleischköder könnte ich machen. Was ist das? Brauche ich nicht. Nö. Die Mission war echt nicht von schlechten Eltern. Ja, die war schon krass. Oh, Mann, Mann, Mann. Alter Schwede, du. Das war nicht schlecht hier. Nicht schlecht war das. Jetzt mal ganz kurz einen Cut machen. Ich will mal kurz gucken, wie mein Festplattenstatus Sekunde, ist. ja, machen wir dann. Machen wir kurz einen Cut. Bis gleich. Bis gleich, ciao. Da sind wir wieder. Kurze Aufnahme unterbrochen, um den Festplattenspeicher zu checken Ja, und haben uns alles dann cool. Wir entschieden. machen noch ein Stündchen weiter, haben wir gesagt. Wir Genau. sind sowieso, ich habe gerade gesehen, Hauptquest 83%. Wir können mal gucken, vielleicht können wir in der nächsten Aufnahme ja schon fertig spielen. Ja. Mal schauen. Die rennt übrigens schon los hier, die Tante. Vielleicht können wir uns ja am Wochenende noch mal 2, 3 Stündchen wirklich einen Abend mal hinsetzen und zu Ende spielen. Oh fuck, oh Wow, wow, fuck. wow, 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 wow. Die wurde niedergeschlagen. Ja, aber wir können sie hochholen. Also sie steht wieder auf zumindest. Ist okay. Nicht labern mitmachen, die Quest läuft nämlich noch. Es ist immer noch diese sehr schwere Quest. Ich gehe mal ein bisschen nach vorne, ne? Ja. Ganz schön lang die Quest, ey, muss man schon Aber sie ist sagen. echt gut und echt stressig und echt anstrengend und schwer. Also. Oh, da vorne ist ein Dicker. Oder? Naja, sieht so aus. Ja, Oh! und noch. Oh, leck mir doch, ey. Der ist echt nervig. Was heißt nervig? Nein, nervig nicht. Ich mag den Dicken Nee, nicht. gut, die mag ich auch nicht. So ein Arm hat er abgeschnitten. Na? Clown? Na los, geh doch auf den Arm. Tot. Er ist schon tot. Exaktimento. Uiuiui. So. Ja, was ich auf jeden Fall dir erzählen wollte, das kann ich jetzt auch in der Aufnahme machen. So bei uns, ich war ja gestern arbeiten, also aus dem Samstag. Ja. Bei euch wird es jetzt wahrscheinlich, also bei den Zuschauern, ein paar Wochen her sein. Oder eine Ein Zeit paar lang her. Tage, oh, jetzt geht's. Aber auf jeden Fall war es ziemlich cool, mal so Leute wieder zuzugucken, weil da mehrere da, also 12 Stück, 12 Tests hatten wir, Ja. die das Spiel gespielt haben und die sollten uns halt Feedback geben so zu verschiedenen Gameplay-Sachen, also. War jetzt nicht Bugtesting, sondern wir wollten das Gameplay von denen testen lassen, ob es Spaß macht und sowas, ne? Und, ja, eine coole Firma, so wie unsere, die lädt die Leute dann auch zum Essen ein. Also, wir haben dann Pizza, so ein Caterer da gehabt, Pizza gekriegt. Und am Ende hatte der Chef dann sogar noch so einen schönen Umschlag springen lassen, womit wir was trinken gehen konnten. Total epic. Und deswegen sind wir gestern noch mit den Testern dann unterwegs gewesen. Ja. War mit denen noch einen trinken. Schon echt ein geiler Abend. Wie wird man, Deswegen, wie kann man bei euch Tester werden? Sucht ihr dann Leute, bewerben die sich oder sucht ihr euch die Leute aus oder wie funktioniert das? wir fragen rum, wer Bock hat, mal testen zu kommen. Also es ist jetzt ja nicht so, dass wir so groß sind wie Crytek, dass man sich bei uns bewerben muss als Tester, sondern war so ein sogenannter Fokusgruppentest und da haben wir dann nach verschiedenen Spezifikationen gesucht. Ah! Also. Oh Gott, und ich hatte jetzt aus Versehen. Ich erzähle das gleich Ja. nochmal. Junge. Ja, wir hatten dann nach verschiedenen Leuten gesucht, einfach so rumgefragt. Meistens im Bekanntenkreis fragt man dann. Ich will auch mal Deswegen. testen. Komm. Klar, kannst du machen. Aber ihr habt aber Und, scheiße verschiedene, also so feste Termine, wo ihr das macht. Ich ja, denke jetzt genau. kaum, dass ich, wenn ich immer in Berlin bin, einfach mal, hallo, ich will testen. So. Weiß nicht, müsste ich nachfragen. Also wenn das geht, dann Müsste würde ich ich das nachfragen. natürlich gerne machen, weil das wäre super. Ja. Ja, wie gesagt, waren dann halt einfach Leute, die Bock hatten und erstaunlicherweise kamen die alle auch. Also normalerweise denkst du ja so, okay, auf dem Samstag lädst du 12 Leute ein, es war Sonnenschein, also es war gestern nicht kalt oder so und trotzdem waren sie alle da.
Voll warte, cool. Warte, was sind das so für Leute? Sind das einfach irgendwelche... So Nerds? Oder wer kommt da? Nee, das sind ganz normale Leute. Also, querfällt ein. Du musst es dir vorstellen. Jung, alt. Sind jetzt nicht alles... Ja, ja, jung, alt. Groß, klein, dynamisch. Dick, dünn. Groß, klein, dick, dünn. Ja, DSA-Spieler waren halt da, ne? Ach, hier also sind wir. Die das schwarze Auge kennen, weil wir haben ja das schwarze Auge-Lizenz und von hinten deswegen Zombie. Auch, deswegen interessiert uns auch die Meinung von DSA-Spielern, ob sie das konform finden oder ihnen die Atmosphäre gefällt. Ja, ein paar Nicht-DSA-Spieler waren bei. Ganz, ganz verschieden. Da waren welche von der Presse da, die zocken wollten. Haben auch ein Interview geführt, glaube ich. Boah, scheiße, 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 scheiße. Nimm sie noch, du hast die voll... Oh, bitte überlebt das. Ja, na, renn natürlich. Nein. Oh, Gott sei Dank. Ist das eine dumme Kuh? Rennt die da einfach in den Elektro... Oh, ist das eine blöde... Oh, ich... Wie sich ihre Beine gebogen haben. Ich hasse sie. Ja, also es sind jetzt nicht so Über-Nerds oder sowas, wie man sich das vorstellen möchte. Es sind eigentlich übrigens auch nicht Spielentwickler, sind auch nicht die Über-Nerds. Das, ist nicht. Nerdig ist man immer so ein bisschen, ist klar. Aber jetzt nicht so Sheldon-like, sag ich mal, wie von Big Bang Theory. So. Ja, warte mal, hier drin ist alles voll mit Zombies. Das hört sich. Was ist ein bisschen hier los? Beeil dich lieber. Sind die alle zu Zombies geworden hier? Ja, nee, die kommen von draußen, die Geräusche. Oh, schon. Alter. So, kommst du her? If this mummy has been properly preserved, the DNA might still. As for the girl, I need to check her blood. If she... Und jetzt? Okay. Was haben wir jetzt für eine Quest? Neue Quest, schwieriges Gespräch. Rede mit Moen. Okay. Das ist der Typ, der am Boot sitzt, ja, ne? Da müssen wir jetzt auch relativ weit erstmal hinfahren, latschen, wie auch immer. Aber erstmal möchte ich verkaufen und überall so hingehen. So, erstmal aufsteigen kann ich ja noch. Fähigkeiten. Was mache ich denn als nächstes? Was haben wir jetzt hier? Chancen... Blutung beim Werfen erhöht die. Ich habe einen Cannabo gefunden. Brauchst du? Warte mal kurz, warte, töte eine. Oh, mal das hier. Was hast du gefunden? Ein Cannabo, 444 Schaden, 897 Wucht, 56 Haltbarkeit, 24 Haltbarkeit. Das ist eine hohe Wucht. Was ist denn das für eine Art Waffe überhaupt? Sagt mir gerade gar nichts. So ein Kolben. Zeig mal, werf mal raus. So ein Baseballschläger. Werf mal raus. Orange. Ja, nice. Wohl muss ich noch ein paar Stufen vor aufsteigen, aber ich nehme ihn erstmal mit. Mal gucken. KK. Well done, Zen. Ah, wunderbar. Jetzt kann ich natürlich ein bisschen. Aha. Verkaufen wir das mal und das mal. Ich geh mal zur Werkbank. Ja, mach mal. Die Viecher haben wir doch hier alle schon getötet. Warum sind denn schon wieder so viele da? Ich verstehe das alles nicht. Hier ist Schrotflintenmunition. Falls du welche brauchst, ich habe meine Schrotflinten verkauft. Das habe ich gerade gekauft. War Schrotflintenmunition? Beim Händler, aber schon bevor du das gesagt hast. Das ist natürlich unwünschig. Upgrade-Kosten 26.000? Willst du mich verarschen? Mein automatisches Gewehr kostet 26.000, um es hochzustufen. Dann repariere ich nur. Schau. Mein Buttermesser. Sekunde. So, upgraden. Buttermesser, wie das duftet. Kräftig, deftig, würzig, gut. Warte mal, die Machete. Warte mal, da kann ich
479 mal 313. Wucht. Ach, wie geil. Ich springe jetzt auf die Viecher. Geil, Omat. Geil, Omat. Die Explosionen sind ein bisschen sehr zart, finde ich. Die hätten nochmal so richtig Wumms machen können. Boah, es ist jetzt hier schwierig, was ich hier rausnehme jetzt. Aber ich bin ja eh nicht so der für die stumpfen Waffen. Deswegen würde ich versagen, ich verkaufe meinen Kolben und nehme dafür die behinderte behindernde Machete rein. So. Welchen Kolben willst du verkaufen? Den ich vorhin gefunden habe. Ich verkaufe den Kolben, Sekunde. Ich bin ja eh der Mensch für scharfe und Wurfwaffen und nicht für stumpfe Hau-drauf-Waffen eigentlich. Das ist aber schon gut, weil die Wucht haben. Ja, aber die sind immer sehr langsam. Gut, der ging jetzt noch, aber der hat auch mehr Schaden hier. Ich würde schon nicht so schlecht sein. Mehr Schaden macht's auf jeden Fall, halt nur ein bisschen weniger Wucht. Gucken wir mal. Wir werden ja sehen, wie es sein wird. Das ist ja doch mein überkrasses Schwert hier, ey. So, bist du schon draußen? Bist du schon im Auto oder Schluss? Ja, ne? Okay. Ja. Was da los? Was da los? Da los, da los. Ja. Ich find's aber klasse, wie man mag ja von Electrix halten, was man will. Er ist zwar ein bisschen sehr makaber, ne? Und sollte wirklich ein bisschen aufpassen, was er sagt, finde ich. Aber. Ne, er erzählt hauptsächlich Stories davon. Ja, ja, ich glaube auch kaum, dass das alles wirklich passiert ist. Aber mir ist ja auch scheißegal, er unterhält mich immer gut. Ich kann immer lachen, wenn ich ihn gucke, ne? Kann man jetzt von ihm halten, was man will, aber ich kann dabei lachen, wenn ich seine Videos gucke. Mhm. Was ich aber wirklich total respektiere, ist wirklich die Tatsache, wie er King of Up gewonnen hat. Ja gut, aber er hatte keine wirkliche Konkurrenz. Das kannst du nicht vergleichen zu dem Thema, was da Spam-Krieger abgezogen hat, aber Konkurrenz hat er nicht, der übelst kleine Fische. Das hat aber damit nichts zu tun, weil Elotrix hat ebenfalls richtig, also er hat fast genauso viele, ich glaube, wenn nicht sogar noch mehr, Stimmen gekriegt wie Commander Krieger und das ohne Rumspam. Das hat er damit nichts zu tun. Nee, hat doch, er nicht. Er hat das wird, nein, das wird ja dann aufgeteilt immer so auf Tage. Es ging ja am Ende total auch runter. Ja? Mhm. Das ist ja nicht mehr so zu vergleichen, das war ein anderes System als bei Krieger. Ja, aber ich find's trotzdem schön, dass er es auch ohne dieses Rumgesperme gemacht hat. Finde ich trotzdem schön. Finde ich trotzdem gut und dann finde ich das auch okay, wenn man sowas macht. Mir ging das alles so ein bisschen am Arsch vorbei. Ja, mir so gesehen auch, aber ich finde es halt gut, dass das halt nicht ganz so krass. Warte, wir gehen in die olle Stadt zurück. Oh, ich will nicht in die Stadt zurück. Wir bauen Benzin fürs Boot. Na super. Hole Moans Paket aus seinem Geheimlager. Du bist mir Escort, ich bin noch im Ladescreen. Boah, es dauert ja voll ewig hier gerade. Warte mal. Ah, jetzt bin ich da. Okay. Neue Quest, drei Nägel. Aber sind die gerade woanders, ne? Oder? Ja, ne, wir sind ja in diesem Kanal da. Wo müssen wir denn jetzt hin für die Quest? Sekunde. 196 Meter. Das geht ja, wenn man so möchte. 196 Meter? Ach, auf den hast du geschossen. Lol, ich kam nicht über die Treppe. Lol, ich auch nicht. Das war so seitlich abge... rutscht dran quasi, ne? Ja, genau. Ich hab echt keinen Bock auf die Stadt, Mann. Ich auch gerade nicht so, aber wir gehen schnell rein und gehen dann schnell wieder raus, würde ich sagen. Ja, oder? Würde ich auch voll sagen. So, 100 Meter, wir sind ja schon gleich da.